Servus, Fußballfreunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Gold. Auf meinem kleinen Kanal, wir sind dabei, das Achtelfinale in unserem International Cup zu bestreiten. Deutschland ist bei der WM schon raus. Wir sind noch dabei, genauso wie diese Nationen: Brasilien, Irland, Holland, Argentinien, Uruguay, Schweden, Bulgarien, Rumänien. Und da natürlich das, was für uns interessant ist: Mexiko, Spanien. Deutschland gegen Tschechien. Norwegen gegen Belgien und unser Spiel gegen die Österreicher. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Partie. Es wird ein Mördermatch. Na, schauen wir mal, was wir hier noch so an Leuten haben. Ja, gut, da haben wir doch noch einiges zum Auswechseln. Wir gehen rein in Deutschland, 19 Uhr, auf geht's. Ja Leute, ihr seht dieses Spiel ja heute zu Primetime, denn zeitgleich spielt ja gerade Portugal gegen die Schweiz, ebenfalls im Achtelfinale. Schreibt mir da gerne eure Tipps rein, beziehungsweise wenn ihr das sehen werdet, haben sie wahrscheinlich schon gespielt. Schreibt mal gerne rein, wie ihr denkt, wie wir hier abschneiden werden. Werden wir hier ausscheiden? Oder werden wir weiterkommen? Das würde mich mal interessieren. Ebenfalls würde mich natürlich berühren und interessieren, wie seht ihr das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft? Katastrophe, Vollkatastrophe oder extreme Vollkatastrophe? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist für euch damit die Weltmeisterschaft gelaufen? Oder war sie das vorher schon? Schaut ihr die Spiele weiter? All das würde mich interessieren. Ja. Meine Meinung dazu wollt ihr lieber nicht hören. Dementsprechend konzentrieren wir uns hier aufs Spiel Italien gegen Österreich. Mit Pizarro. Der bringt den Ball aufs Tor. Aber Denk ist da. Denk ist da. Für die Österreicher ist es ein Riesenspiel, für uns natürlich auch, ganz klar. Dennoch muss man fairerweise sagen, Italien hier Favorit. Auch wenn wir uns für eher schlecht als recht überhaupt dafür qualifiziert haben. Boah, starke Parade von Denk. Also unsere Qualifikation fürs Achtelfinale natürlich kein, sehr gut, kein Bewerbungsschreiben auf den Titel, aber wir werden sehen. Codito. Ja, das war natürlich nichts. Einwurf für die Österreicher. Carboni. Mit dem Einwurf Eckball. Das ist gut. Den wird ausführen Colito. Boah. Dann ist die Chance da, plötzlich für Ganser. Da werden wir aufpassen müssen, dass wir ihnen da nicht zu viel Raum lassen. Ja, gut. Italien bisher souverän. Keine größeren Schwierigkeiten, aber auch noch keine Tor. Ja. Chancen, da ist die Torchance und da ist das Tor. Pizarro öffnet natürlich die Tür weit zum Viertelfinale. Er hat nicht aufgepasst. Zacha hat nicht aufgepasst. Ins kurze Eck. Ah, hätte man besser verteidigen können müssen. Ja, nein. Ja, ich denke schon. Hätte man können.
Tazaro jetzt angestachelt. Oh, hat beinahe noch einen draufgesetzt. Hätte hier beinahe noch einen draufgesetzt. Hoffentlich rächt sich das nicht. Also Österreich muss sich gerade was einfallen lassen. Wir werden sehr zurückgedrängt. Jetzt aber Ganza, der kann's definitiv, das wissen wir. Primoli nicht angegriffen. Plattner mit der neuen Ganza, da wollten sie den Versuch eines Doppelpasses starten. Gut aufgepasst, genauso wie jetzt Golito. Lässt sich aber leider den Ball abnehmen. Und da ist er leider drüber. Also, der Anspruch ist natürlich da, dass wir auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Galfano sucht jetzt hier Graziano, der bringt ihn aufs Tor, aber drüber. Jo, 1-0 für die Italiener, nicht unverdient, nicht unverdient, wie ich finde. Ah, gut gemacht hier, aber von Österreich auch gut gemacht jetzt hier von Pasaro, aber Kreisler holt sich den Ball wieder. Galfano. Da hat er ja anderes vor. 1-0. Schmeichelhaft. Da gibt es aber den Elfer. Kurz vor der Pause. Pagani hält! Pagani hält den Elfmeter vom Plattner! Oh. Oh, ho, ho, ho. Du sei Brüder Italien! Hei. Und dann die Möglichkeit! Nein, denk es dran. Das war nix. Italien ist glücklich. Ja, wenn wir mit dem 1-0 in die Halbzeit gehen, dann können wir uns echt glücklich schätzen. Ja, absolut glücklich und riesen Respekt an den guten Pagani, der uns den Arsch gerettet hat. Ja. Jetzt werden wir natürlich auswechseln. Zanga möchte ich. Anticoli. Und Fiderini, wobei ich hier gerne. Ne, passt schon. Kriegen wir hin. Ja, eine Halbzeit trennt uns vom Viertelfinale. Zanga. Reingekommen. Ah, gut gemacht eigentlich von Zanga, aber dann doch nicht mit dem nötigen Können anscheinend.
Carboni. Kann das nicht ausnutzen. Das wäre natürlich die 2-0-Führung gewesen. Die wäre sehr beruhigend gewesen, denn Österreich kommt nochmal. Ganz klar. Die müssen kommen. Ecke. Nicht gut. Nicht gut, Freunde. Da verspringt ihm der Ball aber wirklich. Rini! Oh, bitte Ziel gefolgt. Oh, Fiderini! Was macht der Junge denn da? Richtig gut. Na, Österreich kämpft. Österreich kämpft. Italien nimmt den Kampf an. Fiderini. Italien nimmt den Kampf an. Sie müssen ihn noch annehmen. Drin ist er. Carboni. Er löst eine ganze Nation. Italien führt 2-0 gegen Österreich. Im Achtelfinale. Da springt Puls zu früh ab. Carboni lauert im Windschatten. Schnappt sich die Pille. Lässt Denk aussteigen. Oben ins lange Eck, keine Chance. Schön gemacht. Damit kann man etwas beruhigter nach vorne schauen. Richtung Viertelfinale. Österreich unglücklich im Spiel, muss man ganz klar sagen. Der letzte Ball fehlt, aber man muss auch ganz klar sagen, die Elfmetersituation, der Elfmeter an sich, wäre der drin gewesen, wir hätten ein anderes Spiel erlebt. So führt Italien natürlich nicht unverdient, aber auch etwas glücklich. 2-0 muss man schon so sehen, denke ich. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn da ist Plattner. Plattner, was machst du denn da? Was macht denn die Verteidigung da? Eieieiei. Papi macht seinen Fehler wieder gut. Und Papi macht einen auf zu Basa und zu Raun, rennt übers ganze Spielfeld. Will er den denn selbst machen? Es ist fast der von auszugehen, wie Drini. Kerner soll den kriegen. Kriegt ihn aber nicht. Doch, holt sich dann den Ball von Fiderini zurück. Eine Minute haben wir noch im Spiel. Es ist Viertelfinale. Eieiei. Der Kurs ist auf Viertelfinale, aber jetzt müssen wir natürlich verteidigen. Plattner kann Ecken schießen. Das wissen wir. Er wird Ganser suchen, war klar. Er wird Ganser suchen, das war klar. Der Abschlag war Müll. Muss man auch mal so klar sagen.
Dementsprechend greift Carboni ein. Ah, Österreich vergibt den Elfmeter. Da werden sie zu knabbern haben. Was wäre gewesen, wenn? Was wäre, wenn? Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wäre, wäre Fahrradkette, hat einmal Lothar Matthäus gesagt, der viele weise Sprüche gepredigt hat. Fiderini macht ihn nicht, aber wir warten auf den Auspfiff. Den Auspfiff, genau, den Abpfiff natürlich. Und dann werden wir in bester österreichischer Tradition und Manier sagen können. Ich werde es dann sagen, wenn es soweit ist. Pfeif ab, mein Freund. Fiderini, der kann das eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. Diesmal zu sehr auf Denk konzentriert. Dann nochmal die Möglichkeit, Ganser! Nächster Elfmeter! Nächster Elfmeter für Österreich! Platner macht ihn diesmal. Drin ist er. Spektakulär! Dieses Viertelfinale. Dieses Achtelfinale. Oh, 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 oh. Jetzt sollten wir uns hier nochmal zusammenreißen. Das Spiel sollte gleich aus sein. Ja. Aus, aus, das Spiel ist aus. Sie werden narrisch. Sie werden narrisch. Italien steht im Viertelfinale gegen Belgien. Und wir schauen die anderen Partien an. Und es gibt schon einen ganz, ganz großen Überraschungsteilnehmer im Viertelfinale. Mexiko verliert gegen Spanien. Aber die Tschechische Republik kickt Deutschland raus. Die Tschechen kicken Deutschland raus. Belgien setzt sich gegen Norwegen durch. Und es kommt zum Mörderspiel. Die Brasilianer setzen sich gegen Irland durch und die Argentinier gegen Holland treffen aufeinander im Viertelfinale. Dementsprechend Brasilien gegen Argentinien. Wahnsinn. Uruguay verliert gegen Schweden und Bulgarien muss sich Rumänien geschlagen geben. Leute, es wird spektakulär. Es wird ein spektakuläres Viertelfinale. In diesem Sinne, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie denkt ihr, werden die Partien ausgehen? Werden wir gegen Belgien eine Chance haben? Oder eher nicht? Spanien oder Tschechien? Das ist die Frage. Auf dem Papier sollte Spanien die Nase vorne haben. Aber das hat man auch bei Deutschland gedacht. Wird Tschechien der Überraschungsteilnehmer im Halbfinale? Wir werden sehen. Dann das Südamerika-Duell. Der Klassiker, der Knaller, der das vorgenommene, weggenommene Endspiel im Endeffekt schon. Schon im Viertelfinale. Argentinien trifft auf Brasilien. Wer kommt da weiter? Schafft es Brasilien, sich gegen Argentinien durchzusetzen? Wir werden sehen. Und Schweden gegen Rumänien vom Papier her wahrscheinlich die ausgeglichenste Partie.
Tee. Ja, ich würde sagen, es ist richtig, richtig spektakulär. Um diesen Cup hier geht es. Und wieder werde ich euch mit dem Bild dieses wunderschönen Cups entlassen aus dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden uns im Viertelfinale wiedersehen. Müssen mal abwarten, was die Portugiesen gegen die Schweiz machen. Und dann sehen wir uns sicher bald wieder zum nächsten Viertelfinale, wenn Italien auf Belgien trifft. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, schaut euch gerne weitere Videos an, unter anderem auch die Neverending Story in Anstoß 3 oder natürlich jeden Mana Monday eine neue Folge der Mana Saga. Wir spielen zurzeit Sword of Mana. Schaut da gerne rein, würde mich freuen. Und in diesem Sinne sagt euer Colt, tschüss, ciao und servus.